Ding Dong! Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder eine gediegene Reaktion von unserem guten Freund und Kollegen Tomatolix. Der hat nämlich eine Anzeige bekommen aufgrund seiner Videos. Warum? Und ob es krass wird, das erfahren wir jetzt in diesem Video. Ich begrüße aber erstmal Deko, einen wunderschönen. Einen guten Rice Muchachos! Exaktomente, der Tomatolix, er ist ein sehr guter Mann, er macht richtig coole Videos. Er stürzt sich immer in Selbstexperimente. Unter anderem hatten wir zuletzt, glaube ich, einen Waffenhändler. Crash Dummy hatten wir. Wir hatten Crash Dummy, wir hatten, ich glaube, Mariana und Koks nehmen hatten wir schon. Irgendwelche Drogenexperimente auf jeden Fall auch, LSD und alles mögliche. Da kann man natürlich wegen dem einen oder anderen Zwischendurch auch angezeigt werden. Ich weiß gar nicht genau, wie das geregelt ist, aber vielleicht erfahren wir da jetzt mehr. Okay. Auf geht's, würde ich sagen. Ich wurde angezeigt wegen meiner Videos, aber fangen wir mal von vorne an. Vor ein paar Monaten habe ich auf einmal Post bekommen. Wenn auf einem Brief draufsteht, dass er von der Polizei kommt, heißt das erstmal nichts Gutes. Mal gucken, was das genau ist. Eine Vorladung, sehr gerne. Oh, Digga. Ermittlungssache wegen... Digga, davon habe ich schon so viele bekommen, ey. Oh. Ich wollte dich gerade fragen, hast du schon mal Polizeibriefe nach Hause geschickt bekommen? Tatsächlich ein... zweimal. Echt? Wegen was denn? Einmal, als ich mit... Ja, da war ich frisch 18. Habe ich einen Scheibenwischer abgetreten. Bei dem Auto. Hatten wir ja wahrscheinlich schon mal in der GTA-Folge das Thema. Und einmal war Ladendiebstahl. Ah, okay. Bei mir war es einmal Körperverletzung. Habe ich auch mal in einem Video erklärt, warum. Da wurde Marvin auch richtig hart zusammengesprayt mit Pfefferspray und so. Nee, das war noch was anderes. Weil er sich der Polizei hat sich gewehrt. Er wollte den Polizisten boxen und so, Alter. Das habe ich nie gemacht. Glaubt dem Jungen nicht. Aber Pfefferspray hast du bekommen, oder? Pfefferspray habe ich schon mal in die Augen bekommen, ja. Bekommen auch nicht grundlos, ne? Aber Muchachos, welche Polizisten Marvin zusammengeboxt hat, erfährt vielleicht irgendwann anders. Aus. Eine Vorladung, sehr geehrter Herr Michels, in der Ermittlungssache wegen Vergehen nach Paragraph 29. Betäubungsmittelgesetz. Oh oh, also, Alter. Was weiß ich? LSD weiß ich, hat er mal genommen. Er hat auch mal Pilze genommen, weil ich nicht genau weiß, ob das nicht mit LSD das gleiche ist. Pilze und LSD, keine Ahnung. Koks und Gras. Hat er alles genommen? Ja. Das sind zumindest die Drogenexperimente, die ich kenne. Hab ich nie gesehen bei ihm. Aber gut, der wird sich da vorher juristisch natürlich abgesichert haben. Der wird nicht so der wird nicht so frei Schnauze da in das Video gegangen sein und einfach vor der Kamera Koks genommen haben. Ich bitte dich, ey. Auch geil. Tomatolix wird angezeigt und denkt sich, oh geil, neuer Content. Ja, normal. Richtig nice verarbeitet, Alter. BTMG, Betäubungsmittelgesetz, ist 24. Juni. Eine Vernehmung als Beschuldigter erforderlich. Okay, krass. Ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen damit gerechnet, dass das früher oder später passieren wird. Wir hatten übrigens auch noch bei Tomatolix HHC, Lean, also Hustensaft und Ayahuasca. Was ich das glaube, denn? Ayahuasca ist richtig krass. Das ist aber. Was das? Also ich kenne nicht. Ayahuasca ist so, was irgendwas Tropisches kommt das her. Das ist so eine Frucht, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ja, weil Koks auch aus Deutschland kommt. Ich kenne das aber auch nur von so krassen Leuten, die irgendwie im Internet arbeiten, 12 Stunden am Tag arbeiten, 100.000 Euro im Monat verdienen und irgendwie nach 8 Jahren sagen, mein Leben ist komplett kaputt, ich muss irgendwie mich auf Drogen zurückziehen und mein Leben irgendwie klar bekommen. Weil mit Ayahuasca zieht man sich dann zurück, da gibt es so Retreats, dann trifft man sich mit 10 anderen, die es auch nehmen wollen, dann sind da 2-3 Leute dabei, die wissen, wie es geht, dann bekommst du die Scheiße und du musst davon aber auch richtig häufig kotzen und so. Aber du bekommst davon habe ich schon mal gehört. So Dinger, dass du wie mit deinem Unterbewusstsein sprechen kannst oder irgendwie sowas und dein Unterbewusstsein sagt dir, was in deinem Leben falsch läuft und was dich gar nicht so beschäftigt. Digga, krass, ey. Was du richtig gar nicht merkst und so, irgendwie so. Also eine Selbstfindung einfach, ne? Irgendwie so eine Selbstfindungsdroge, okay. Ist das wohl, Ayahuasca, ja. Aber wie gesagt, na, auch mit dem Kotzen und sowas macht jetzt nicht so Spaß, dass man Bock hat, das irgendwie jeden Tag zu machen. Wo gibt's das? Ich frage meinen Freund. Ich kenn's Mexiko oder bei irgendwie Reva sowas oder so? Ich das, glaube ich. Mexiko. Okay. Irgendwo im Busch von Mexiko. Dankeschön, Lars, fürs Check this up. Okay, weiter geht's. Wird und viele von euch wahrscheinlich auch, denn ich bekomme immer mal wieder Fragen, ob ich mich mit meinen Videos nicht strafbar mache oder ob ich irgendwie eine spezielle Erlaubnis dafür habe. Deswegen dachte ich mir, nehme ich das Ganze mal zum Anlass, um aufzuklären, was in Bezug auf Drogen eigentlich erlaubt ist und was nicht. Und ihr erfahrt in diesem Video natürlich auch, wie das Ganze mit der Anzeige ausgeht.
Ich habe ja schon einige Videos. Hat er nicht am 24. Juli, steht auch gerade. Es war auf jeden Fall 2001. 2001? Ja. Ja, okay. Etwas länger, ey, 2001, ja, ne? Alter? 22 Jahre soll es her sein. Da war doch 5 oder so. Achso, 2021, sorry. 2001, Alter. Okay, 21, da macht das Ganze mehr Sinn. Sorry. Ich dachte gerade, wenn das Ganze 23 gewesen wäre im Juli, dann wäre das krass, wenn das jetzt schon fertig ist. Nee. Aber bei 2001 kann es natürlich schon durch sein mittlerweile. 21. Ich habe diverse Drogen gemacht. Manche davon sind legal, wie Lachgas, Fliegen. Der 5-jährige Tommy hat Drogen genommen. Alter, ich bin so doof. Pilze oder HHC. Andere sind aber verboten, wie Cannabis, Pilze, MDMA, LSD, Codein oder Kokain. Aber wie sieht das Ganze jetzt rechtlich aus? Also okay, was davon hast du schon mal genommen, Marvin? Mary Jane. Das war's. Kurze Liste. Ja. Also okay, alles, was so synthetisch hergestellt ist, davon bin ich auch nicht so ein Freund. Pilze? Hätte ich auch, habe ich zu viel Respekt vor. Und LSD ist auch pflanzlich. Aber ich glaube auch, ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht LSD der gleiche Wirkstoff ist quasi wie Pilze. Bin ich mir nicht sicher. Aber bei mir war es auch das einzige von der Liste gerade, ist die Mary Jane. Dem Rest hatte ich noch keinen. Ich habe mir einmal auf der Nature One ein Ecstasy geholt. Aber von einem Typen, der random rumlief und gefragt hat, ey, willst du nur 10 Euro? Und ich so, Festival, warum nicht? Dann habe ich die geviertelt, die Tablette, hab ein Viertel genommen, hab 20 Minuten gewartet, das ist einfach nur richtig bitter geschmeckt. 20 Minuten gewartet, nichts gemerkt. Zweite Viertel genommen, das ich eine Hälfte hatte, wieder gewartet, nichts gemerkt, den Rest habe ich weggeschmissen. Ich glaube, es war Waschpulver, vom Geschmack her. Woher weißt du, wie Waschpulver schmeckt? Ja. Ja, also das sind meine Drogenerfahrungen. Mehr kenne ich nicht. So, könnte ich Probleme bekommen? Um das herauszufinden, treffe ich mich jetzt erstmal mit Christian Solmecke, wem auch sonst. Wollte und sagen. Lass mich mal ein bisschen beraten. So. Digga, hat der eiskalt hier eine Koop, Alter. Erstmal schön Werbung machen für Solmecke, Alter. Geiler Typ, ey. Hallo. Digga, und Solmecke in seinem, wie ist der Apple-Dude? Das Steve Jobs. In ja, seinem Steve Jobs Outfit, ey. Hallo, nicht zu sehen. Ja. Jetzt habe ich ja meine erste Anzeige bekommen. Stimmt, für meine Videos. Es hat mich jemand angezeigt, weil ich illegale Substanzen konsumiert haben soll in den Videos. Wenn man so eine Anzeige bekommen hat, wie geht man dann am besten vor? Was macht man dann? Ja, oft ist es so, dass die Polizei möchte, dass man aufs Revier kommt und da irgendeine Aussage tätigt. Davon ist dringend abzuraten. Denn dann könnte man sich in irgendwelche Fangfragen verstricken und dann die Sache. Übrigens, in jedem Fall, egal weshalb ihr angezeigt werdet, immer Aussage verweigern, Anwalt und der soll es regeln. Das sagt meine Frau niemals auch. Also, ich meine, ich bin ja, wie gesagt, ich wurde ja auch schon mal vorgeladen wegen diesem Fenster-Dingbums da, wegen dem Scheibenwischer. Es war jetzt eine Kleinigkeit, Lappalie, so, da bin ich direkt hingegangen, hab gesagt, ich war das, dies, das. Aber eigentlich, wenn ihr von der Polizei vorgeleitet werdet, Aussage verweigern, Anwalt kontaktieren, am besten vorher noch, bevor man da hingeht, überhaupt den Anwalt kontaktieren. Niemals einfach Aussage machen und sagen, ich kann das irgendwie so erklären oder sowas. Das geht immer nach hinten los. Ja. Sache nur noch schlimmer machen. Der optimale Weg ist es, in so einem Moment, wo man beispielsweise eine Vorladung von der Polizei bekommen hat, sofort zu sagen, alles klar, ich werde mich äußern, aber schriftlich nach Akteneinsicht. Dann sollte man sich einen Anwalt suchen. Der Anwalt kann dann die Akte vom Staatsanwalt anfordern, liest sich erstmal durch, was gegen dich vorliegt. Ja, dann kann man sich auch spezifisch dazu äußern. Aber einfach hingehen zur Polizei und da mal lockerflockig die Sache aus der Welt räumen wollen, klappt in der Regel nicht. Besser das ein Profi machen lassen, zum Anwalt gehen, der fordert die Akte an. Ja, und wird sich dann dezidiert zu den einzelnen Vorwürfen auch schriftlich äußern. Das habe ich dann natürlich auch gemacht und mir eine Strafverteidigerin dezidiert gesucht. Ja, mein Name ist Olivia Winicke, ich bin Anwältin. Das ist ein komplettes Product Placement, oder? Ja, also ich arbeite kostenlos für Tomatolix, weil ich bin in diesem Video und kontaktiert mich gerne unter dieser Adresse. Wie sieht aus, wie die Freundin von Dingsbums, hier, Ross aus Suits. Wie heißt sie denn? Ach so, nein, Digga. Doch, also sie ist ein bisschen... Die jetzt Prinzessin ist, oder was? Ja, sie wiegt ein bisschen mehr, sag ich mal. Digga, kein bisschen. Ich finde, die sieht richtig so aus, Alter. Nein, also... Ey, Muchachos, was sagt ihr? Sieht die aus? Warte mal, wie heißt denn die?
und Suits. Ich will das ganz kurz. Ja. Ist das die Frau von Harry? Ist das von Harry die Frau? Oder? Prinz Harry, ja. Meghan Markle. Aber wie heißt sie? Wie heißt denn die? Ich will die in der Anwaltsdingmuster. Suits. Wie heißt die denn da? Also, du kannst, wie das Haar da verläuft, ja. Und vielleicht ihre Hautfarbe zum Teil auch noch. Aber das war's auch, Brody. Rachel. Meghan, Rachel. Duchess of Sussex. Rachel. Rachel wird gerade geschrieben. Warte. Rachel Suits. So. Hier. Ja, jetzt habe ich da. Da. Und da. Also, wenn man jetzt ein bisschen das Extragewicht wegnimmt. No offense, by the way. Aber ich finde, da ist schon minimal, ah ja, okay, ja. Vielleicht wirklich nur, ja, okay. Mir ist kommt schon lange her, dass ich Suits gesehen habe. Ich gebe es zu, es ist jetzt nicht 1:1. Mir kommt sie eher bekannt vor, weil ich, glaube ich, meine Instagram-Story gesehen habe, wo sie, glaube ich... Ich bin totgehatet gerade. Wo sie... Ich glaube, wo sie für iCrimex was gemacht hat. Ich weiß aber nicht mehr was. Die hier oder was? Olivia Ewenicke? Nee, keine Ahnung. Also, es ist mir gerade so Jux in den Kopf gekommen. Ich habe die gesehen. Ich dachte so, hä, hat die nicht mal für iCrimex irgendwie was gemacht? Ist dir das Jux in den Kopf gekommen oder Just? Just. Ah, okay. Digga, wie er versucht, sich noch irgendwie zu retten, nachdem er jetzt gerade richtig totgeflammt wird. Kurz ablenken davon. Okay, soll ich weitermachen? Mach oder? Weiter. Dekos Personenerkennungsexe not found. Ich bin Strafverteidigerin. Ich verteidige Mandanten in ganz Deutschland aufgrund aller möglichen Delikte. Das hat auf jeden Fall... Wenn wir gerade dabei sind, sieht er nicht aus wie der Typ? Gut, mit Olivia zu sprechen. Weil das ist schon eine komische Situation angezeigt. Also jetzt mal, wenn ihr jetzt mal guckt so und das vergleicht... Du meinst, wie heißt er denn von Suits? Ich weiß nur, dass er heißt Ross. Heißt der Nick Ross? Mike Ross heißt er. Ey, jetzt hör auf mit Suits, Alter. Ich will diese Story hier sehen, ey. Oh. Ja, ich wollte nur ein bisschen nachtreten. Das sind dann ja, so die ersten okay. Schritte, die eine Anwältin, ein Anwalt unternimmt. Als allererstes zeigt man die Verteidigung an, beantragt Akteneinsicht. Wenn die Akte da ist, bespricht man sich. Sie redet sehr langsam. Ja, warte. Akteneinsicht, wenn die Akte da ist, besprechen. Nein. Angezeigt wurde, was warte sind jetzt? Dann so die ersten Schritte, die eine Anwältin, ein Anwalt unternimmt? Als allererstes zeigt man die Verteidigung an. Hast du gehört? Als allererstes zeigt man die Verteidigung an. Soll die sich selber anzeigen oder was? Oder man zeigt, dass man in die Verteidigung geht. Vielleicht meint sie das damit. Ja, ich weiß schon, wie es gemeint war. Beantragt Akteneinsicht. Wenn die Akte da ist, bespricht man sich mit der Mandantschaft und sagt, okay, das und das liegt vor. Dann beginnt die eigentliche Verteidigungstätigkeit. Also haben wir die Akte angefordert und dann hieß es erstmal warten, bis wir die Akte zugeschickt bekommen. Und das hat ganz schön lange gedauert. Mache ich mich denn strafbar, wenn ich illegale Drogen konsumiere? Ja, was viele nicht wissen, alleine der Konsum von Drogen, der ist nicht strafbar in Deutschland. Also im Betäubungsmittelgesetz geht es darum, dass du dir Drogen beschaffst, also besitzt, sie ankaufst, verkaufst. Aber alleine das Konsumieren ist erstaunlicherweise in Deutschland nicht verboten. Warum ist das so? Ja, es geht vor allen Dingen darum, dass man die Beschaffungskriminalität unter Strafe stellen möchte. Man möchte aber nicht die armen Opfer sozusagen verurteilen. Natürlich fällt das oftmals zusammen, denn es ist nur in wenigen Situationen vorstellbar, dass du Drogen konsumierst, ohne sie zu besitzen. Das ist natürlich klar. Es geht gar nicht so sehr ums Eigentum. Der Besitz kann auch schon sein, du gibst mir eine gewisse Menge an Dope und ich habe das dann über mehrere Tage bei mir zu Hause, dann würde ich das besitzen. Gibst du mir aber den Joint und ich ziehe dran, dann wäre das kein Besitz im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes. Das heißt, damit wäre es nur der Konsum und der ist straflos. Und wann ist der Erwerb? Also solltet ihr mal ihr spielt gerade mit drei Kumpels rum und zieht an einem Joint und die Polizei kommt in die Ecke. Dann müsst ihr einen aussuchen, den ihr anschwärzen wollt. Ich muss sagen, er ist der Besitzer, ich habe nur geraucht. Ich wollte gerade sagen, die können doch einfach alle sagen, wir machen hier nur so einen Kreis, niemand gehört der und wir geben den einfach nur rum. Ja, und wem gehört der? Ja, niemanden. Bam. Das geht nicht, glaube ich. Hä, warum nicht? System gedribbelt, Digga.
Der muss doch irgendwem gehören. Das, was man eigentlich machen kann natürlich, es kann jeder den anderen beschuldigen, also quasi im Kreis. Ja, genau, das meine ich ja. So ein Kreis. Dass sie keinen Schuldigen ausmachen können. Weil sie können es ja nicht nachweisen, wer es jetzt wirklich war. Aber, ja. An sich, das Rauchen ist, das wurde hier gerade hingeschmissen. Ich habe einfach so einen Stummel vom Boden aufgehoben und raucht einfach mal dran. Mal gucken, was drin ist. Erwerb von Drogen strafbar? Der Erwerb von Drogen ist nach dem Betäubungsmittelgesetz immer strafbar. Zumindest dann, wenn es Drogen sind, die im Betäubungsmittelgesetz geregelt sind. Und da spielt es auch keine Rolle, ob ich die Drogen zum Weiterverkauf erwerbe, nur für meine Freunde kaufe oder vielleicht sogar nur zum Eigenkonsum erwerbe. Der Erwerb ist immer strafbar. Neben potenziellen Anzeigen ist ein Problem vieler meiner Videos die Werbefreundlichkeit auf YouTube. Ah, jetzt sieht man ja noch mal ein bisschen was. Ayahuasca. Was waren so das krasseste Ding? Hexentrank, Alter. Sein Lean ist gut angekommen, sein Ecstasy-Video ist gut angekommen. MDMA 2,9 Millionen. Das meiste. Das passiert, wenn du Froschgift nimmst. Das fände ich so interessant. Warum kommt das so wenig gut an, ey? Krass. Marvin hätte Bock, einfach mal so einen Frosch abzulecken. Ja, so einen amazonischen Giftfrosch. Was passiert dann? Das wäre doch mal interessant. Also, lustig wäre es, wenn du einen Amazonas-Giftfrosch im Amazonas anlecken würdest und dann einfach durch den Dschungel irrst, Alter, und richtig Halluzinationen bekommst, Alter. Aber das Thumbnail finde ich, glaube ich, bei MDMA ist schon lustig, weil er warte mal, aber hat. Unten rechts. Snus. 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 Die hab ich sogar auch schon genommen, aber das sind keine Drogen. Ich wollte gerade sagen, das ist doch, da schneidest du doch die Scheiße auf, das mit so einem Rasiermesser und dann klebst du das da rein, oder nicht? Ist das nicht irgendwie so? Nein. Okay, dann ist das irgendwas anderes. Dieser Beutel ist irgendwie so angeraut, dass der deine Schleimhäute irgendwie so leicht aufritzt. Du nimmst da nicht irgendwie ein Rasiermesser und schneidest dir auch selber die Lippe auf. Okay. Du packst einfach nur dieses Säckchen an deine Unterlippe, Oberlippe und lässt das da drin chillen. Und dann, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie, da ist so Menthol drin oder irgendwie sowas. Ich verstehe das auch nicht. Ja, okay. Aber gut. In Bayern ist das wohl krass verbreitet. Da machen die das viel. Er hat vieles gemacht. Ja. Nuss aufs Zahnfleisch, ja. Okay, was würde ich davon testen? Ich würde sagen, ich würde unbedingt gerne mal Mushrooms probieren. LSD. Ayahuasca, das finde ich interessant. Ja, Ayahuasca würde ich aber, ja, doch, ja. Also Mushrooms, LSD und Ayahuasca würde ich testen wollen. Deko, deine Story? Aber ich habe da Angst vor. Mit dem Festival, hast du da auch da so einen blauen Totenkopf drauf und hast den einfach gegessen? Nee. Es war ein rundes Ding auf jeden Fall, da nicht. Aber es ist schon so lange her. Es war, glaube ich, 2015 oder so. 15 oder 16. Okay. So lange her. Ich weiß nicht mehr, was das für eins war. Aber ja. Ich würde, glaube ich, kotzen bei den Sachen. Ich würde auch alles davon, also sowohl Magic Mushrooms als auch LSD oder Ayahuasca, nur unter Begleitung, Betreuung irgendwie so machen. Nicht irgendwie einfach mal besorgen und einfach mal testen, wie es läuft. Ja. Also immer nur unter Beobachtung. Denn gerade bei kontroversen Themen ist es nicht so leicht, das Ganze nur mit YouTube zu finanzieren. Umso dankbarer bin ich deshalb für Sponsoren wie BookBeat, die viele dieser Videos überhaupt erst möglich machen. Bei BookBeat gibt es über 900.000 Hörbücher, Hörspiele und Fun Fact. Also von Romanen über Fans. Fun Fact, wir kriegen genau gleich viel Geld ungefähr, selbst wenn die Videos gelb monetarisiert sind. Aber Nur wissen von uns, ne? Digga, wir sind hier gerade mal, wir sind beim Drittel eigentlich, ne? Weil du so ja, jeder... Ja, dann mach doch nicht mal Pause, Alter. Fantasy bis hin zu Sachbüchern ist echt für jeden was dabei. Ich habe mich in letzter Zeit ja sehr für rechtliche Themen interessiert und da fand ich das Hörbuch von meinem Interviewpartner Christian Solmecke super spannend. In Der Taschenanwalt behandelt er interessante rechtliche Fragen, die man sich so im Alltag bestimmt auch schon mal gestellt hat und ist der Konsum von Cannabis illegal, ist übrigens auch mit dabei. Bei BookBeat könnt ihr auch Rezensionen zu den Büchern oder Sprechern lesen, wenn ihr unsicher seid, was ihr als nächstes hören wollt und ihr könnt die Bücher natürlich auch selbst bewerten. Wenn ihr viel unterwegs seid, könnt ihr die Bücher außerdem nicht nur streamen, sondern auch herunterladen und offline hören. Mit dem Code TOMATOLIX könnt ihr BookBeat jetzt für 60 Tage lang kostenlos testen. Der Code ist bis zum 31. Dezember gültig und den Link zu BookBeat findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wenn man sich jetzt mal so die Strafen anschaut, die da möglich wären, welche Strafen drohen zum Beispiel bei Drogenbesitz? Ich kann bis zu 5 Jahre ins Gefängnis kommen, wenn ich mir Drogen beschaffe. Wenn ich sie noch weiterverkaufe und das nicht nur eine geringe Menge ist, kann das sogar noch darüber hinausgehen. Die Wahrheit ist aber, dass bei einer Menge von unter 1 Gramm kaum eine Staatsanwaltschaft ermitteln wird. Das hängt
ehrlicherweise auch vom jeweiligen Bundesland ab. Bisschen ungenau, oder? Wieso? Menge von unter 1 Gramm was? Unter 1 Gramm Koks oder Gras oder... Wahrscheinlich oder alles. Crystal Meth oder... Wahrscheinlich alles, weil das einfach nur Eigenkonsum ist. Ja, weil es Eigenkonsum ist. Wen willst du da anficken? Okay. Dann, das kann bei allen als Eigenkonsum gewertet werden, ja. Wobei du vielleicht aus 1 Gramm Koks vielleicht 10 Gramm machen könntest, wenn du streckst. Und dann kannst du es euch auch verkaufen. Die Bayern sind da ein bisschen strenger als beispielsweise die Behörden in Nordrhein-Westfalen. Bei geringen Mengen wird das Verfahren gerade im Hinblick auf die bevorstehende Legalisierung von Cannabis meistens eingestellt. Bei größeren Mengen, wenn ich zum Beispiel ein Kilo Marihuana zu Hause liegen habe, naja, dann droht auch tatsächlich Gefängnis. Da kennen die Behörden jetzt keinen Spaß und werden auch zukünftig keinen Spaß verstehen. Aha, Harms hat gerade nochmal im Chat die goldene Regel gepostet. 1, 3 und 6. 1 Gramm Heroin, 3 Gramm Koks und 6 Gramm Cannabis gehen in der Regel ohne Verfolgung aus. In der Regel? In der Regel. Ja, am Ende ist es immer dem der Staatsanwaltschaft überlassen, ne? Ob die dich ficken wollen oder nicht. Ah, passt ja, ne? Unter 1 Gramm. Wenn du vielleicht schon woanders Dreck am Stecken hast, dann ballern sie dich vielleicht auch wegen 2 Gramm Cannabis weg. Aber hätte er nicht Unrecht gehabt, ne? Also das Tiefste war ja 1 Gramm und wenn man dann drunter bleibt, bist du relativ safe. Ja. Man muss halt sich darüber im Klaren sein, dass die absolute aktuell geplante Mindestmenge für Marihuana bei 50 Gramm liegen wird. Und wenn man da so ein Kilo zu Hause liegen hätte, dann würde es das so massiv überschreiten, dass man auch in Zukunft dafür ins Gefängnis kommen würde. Nach mehreren Monaten, in denen ich ja gar nicht so genau wusste, warum ich eigentlich angezeigt wurde, war es endlich soweit und wir haben die Akte bekommen. In deinem Fall haben wir in der Akte sehen können, dass das Ganze aufgrund einer Anzeige erfolgte durch einen Zuschauer. Wir konnten sehen, dass es aufgrund eines Snitch. Videos war. Wir wussten, was für Indizien da vorgelegen haben sollen. Vor allem geht es um dieses Video, mein Kokain-Selbstexperiment. Wie immer mache ich das Experiment natürlich in einem Er hat das sogar stilecht mit einer Rasierklinge gemacht. Kontrollierten Setting und habe eine Person dabei, die sich gut mit der Substanz und der richtigen Dosierung auskennt und die während des gesamten Rauschs auf mich aufpasst. Ich habe gerade Kokain konsumiert und jetzt können wir mal abwarten, was passiert. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wach, habe so einen Fokus. Ich muss mal die Pupillen an von ihm schon. Ey. Und dass er wohl so Lichtschall in die Fresse kriegte. Irgendwie, ja, so leicht euphorisch oder so. Was mich voll überrascht hat, war, dass man in der Akte auch die kompletten persönlichen Informationen vom Anzeigensteller sieht. Also, dass ich ganz genau weiß, wer mich angezeigt hat, die Adresse, die Telefonnummer und so. Ja, das heißt, du kannst über einen Anwalt Akteneinsicht beantragen und dann einfach zu dem Typen hinfahren. Weiter. Mhm. Und auch wie er die Anzeige formuliert hat. Ich fand das voll interessant zu sehen, was alles in der Akte gesammelt war. Das kann ich euch hier natürlich nicht alles zeigen, aber neben den ganzen Informationen zum Anzeigensteller waren da zum Beispiel auch Vermerke von der Kriminalpolizei, die sich offensichtlich meine Videos angucken mussten. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres, als so während der Arbeitszeit meine Videos gucken zu müssen, oder? Jetzt haben wir die Akte bekommen. Wie geht man vor, nachdem man die Akte gelesen hat? In deinem Fall, dass wir einfach meine Stellungnahme abgeben, ja? Weil ich schon den Anfangsverdacht für fraglich gehalten habe. Ja? Wir haben ja in deinem Fall Videos, in denen du von Konsum berichtest und wie sich das auswirkt. Aber wir haben weder Aufnahmen dazu, ob du konsumiert hast, wie du konsumiert hast, was du konsumiert hast, in welchen Mengen du konsumiert hast. Der Konsum an und für sich ist halt nicht strafbewehrt, nur die dem vorausgehenden Handlungen. Und es gibt eben keinen allgemeinen Erfahrungssatz dahingehend, dass man sagt, okay, da muss zwangsläufig jetzt auch eine strafbewehrte Handlung vorausgegangen sein. Wenn es dahingehend keinen kriminalistischen Erfahrungswert gibt, dann fehlt es auch an einem Anfangsverdacht. Olivia hat dann eine schriftliche Stellungnahme verfasst und beantragt, das Verfahren einzustellen. Mal schauen, was die Staatsanwaltschaft dazu sagen wird. Jetzt ist das ja so, dass ich in meinen Videos Aufklärungsarbeit leiste zum Thema Drogen und ich da illegale Drogen konsumiere für eine Reportage für ein YouTube-Video. Ist das denn strafbar oder wie würdest du das bewerten? Ja, das Spannende ist, du bist ja quasi journalistisch unterwegs. Aber auch Journalisten haben bezogen auf Drogen keine erweiterten Rechte. Das heißt, sie dürfen auch keine Straftaten begehen. Nur weil man nachweisen will, welche Wirkung Kokain hat,
darf man sich nicht ein Kilo Koks nach Hause liefern lassen. Sowohl der Erwerb im Darknet wäre auch für Journalisten illegal, als auch dann der Besitz zu Hause. Interessant ist auch, man darf solche Videos natürlich drehen und man darf auch Drogenkonsum zeigen, solange man sich kritisch mit der Droge auseinandersetzt. Auch. Ich finde es erstmal richtig krass zu sehen, wie medienkompetent Solmecke ist und wie die Dame eigentlich noch so ein bisschen Erfahrung braucht, sich so ein bisschen cooler einfach zu unterhalten und ein bisschen mehr Klangfarbe reinzubringen. Ja. Ne, also der Solmecke ist so ein richtiger Profi, da höre ich richtig gerne zu. Und ja, die Dame ist so, leider so eine kleine Schlaftablette, ne? Ice Dragon Queen hat auch geschrieben, dass sie ständig nach rechts schaut, als ob sie ablesen würde. Okay. Aber das ist natürlich auch so ein Ding, wo jetzt unerfahren Solmecke ist einfach ein Profi, ne? Ja. Das Ablesen würde es irgendwie einfacher machen. Am Ende wirkt es dadurch einfach unnatürlich, wenn du abliest. Ja. Auch wenn es einfacher werden würde vielleicht dadurch. Aber ja, Solmecke ist natürlich einfach... Den höre ich gerne zu. Wie lange macht der jetzt schon YouTube-Sachen? Ja, schon irgendwie seit 3 Jahren. Podcast hat auch noch und sowas. Also... Ja. Es ist auch vielleicht ein bisschen unfair der Vergleich. Ja, auf die Gefahren hinweist, kann man auch eine positive, berauschende Wirkung zeigen. Allerdings muss auch darüber aufklären, was die negativen Seiten sind. Und wenn das ausgewogen genug ist, darf man als Journalist selbstverständlich über Drogen auch berichten. Genau, das ist nämlich auch so ein bisschen mein Ziel, aufzuklären, weil ich meine, die meisten konsumieren ja so oder so. Da ist es dann nicht unbedingt so, dass man die motiviert, sondern vielleicht einfach darauf hinweist, was für Gefahren es denn da tatsächlich noch gibt. Also, dass man nicht einfach jede Substanz, die einem angeboten wird, einfach mal ausprobiert, sondern dass man sich... So wie ich auf dem Festival. Darüber informiert und dann eine informierte Entscheidung treffen kann, ob man das denn tatsächlich ausprobieren muss überhaupt. Ja, das finde ich sinnvoll und gut. Um das nochmal klar zu sagen, ich drehe Drogenselbstexperimente, um aufzuklären. Menschen nehmen schon immer Drogen, versuchen seit jeher unterschiedliche Rauschzustände zu erleben. Das ist einfach so. In Musik, Filmen oder auf Social Media werden oft Drogen gezeigt, ohne dass über die möglichen Risiken gesprochen wird. Und auch in der Schule oder im Freundeskreis kommen viele Menschen in Kontakt mit den unterschiedlichsten Substanzen. Es gibt ja sogar eine sehr interessante Theorie, nach der sich die Menschheit sesshaft gemacht haben soll, um sich selbst zuverlässig mit Drogen versorgen zu können. Okay, ist aber nur eine Theorie, ne? Eine Theorie, ja. Ja, die hatten, glaube ich, damals... Aber ich finde die schon logisch. Ja, ich glaube, die hatten damals andere Probleme, als sich Drogen reinzupfeifen. Die wollten einfach überleben. Glaube ich gar nicht, Alter. Digga, was das für eine Zeit war, Alter. Da warst du froh, wenn du was zu essen hattest. Und die waren einfach froh, was zu essen zu haben, endlich mal. Ich finde, Drogen sind eher so ein Ding, wenn es dir gut geht, dann kannst du dann das nochmal so ein bisschen toppen. Aber wenn es dir so scheiße geht und du nicht mehr genug zu essen hast, dann achtest du doch nicht, welche Drogen die du reinballerst, Alter. Außer, da hast du recht und die Droge war Bier. Also jedenfalls so, es gibt so Theorien dazu jedenfalls, ja. Dass sich quasi die Menschheit sesshaft gemacht hat, um sich... regelmäßiger berauschen zu können. Natürlich auch schwierig, ne, dass du dich irgendwie abschießt, wenn du am nächsten Tag wieder 300 Kilometer laufen musst oder irgendwie sowas, ne? Ja, gut. Andererseits hat sich über einige Drogen auch ein falsches Bild verbreitet. Das heißt, sie machen sofort abhängig oder sind super gefährlich. Dabei zeigen wissenschaftliche Studien andere Ergebnisse. Deswegen versuche ich in meinen Videos zu zeigen, was wirklich hinter einer Substanz steckt. Ich recherchiere die Geschichte, spreche mit Experten und kläre über die Wirkung, Risiken und Safer-Use-Möglichkeiten auf. Natürlich bin ich mir dabei auch einer gewissen Verantwortung bewusst, gerade bei steigender Reichweite. Deswegen reflektiere und kritisiere ich meine Arbeit regelmäßig selbst und das könnt ihr natürlich auch gerne jederzeit tun. Nochmal ein paar Monate später habe ich die Nachricht von Olivia bekommen, dass sie Post von der Staatsanwaltschaft bekommen hat. Das Ergebnis war, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt hat, nach § 170 Absatz 2 StPO und damit war das Verfahren erledigt. Ich kann euch sagen, da war ich echt erleichtert. Einfach auch, weil das bedeutet, dass ich mich nicht mehr damit beschäftigen muss. Also wie ist das denn? Mache ich mich strafbar, wenn ich Videos hochlade, in denen ich Drogenerfahrungen schildere? Aus meiner Sicht nein. Also zum einen ist schon überhaupt nicht belegt, dass überhaupt Betäubungsmittel tatsächlich konsumiert wurden. Ja? Man denkt mal an diverse Spielfilme, in denen man Berge von Kokain oder Heroinkonsumenten sieht. Auch die machen sich ja nicht strafbar, weil man auch nicht davon ausgeht, dass es echt ist, zum Beispiel. Ja? Das heißt, wir haben hier auch gar keinen Beleg, dass es nicht inszeniert wäre. Das zweite ist, der Konsum alleine ist halt nicht strafbewehrt. Ne? Insofern
gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man völlig legal konsumiert hat. Ja, damit sollte die Frage beantwortet sein, ob ich mich bei meinen Videos strafbar mache. Ich habe bei dem ganzen Prozess auf jeden Fall eine Menge über unser Rechtssystem gelernt und fühle mich jetzt auf jeden Fall noch sicherer bei dem, was ich tue. Natürlich habe ich mich auch schon vor der Anzeige mit der rechtlichen Seite meiner Videos beschäftigt, also ich weiß ganz gut, was ich da tue. Noch ein Grund mehr, das nicht einfach so nachzumachen. Und ihr wisst jetzt hoffentlich Bescheid, was in Bezug auf Drogen erlaubt ist und was nicht. Marvin, wann das erste Drogenvideo bei den Losers? Gute Frage. Ich überlege gerade so, dass er einfach seinen Kameramann gesagt hat, jo, kannst du mich mal eben anzeigen, damit ich hier ein Video draus machen kann? Ja, ja, ich zeig dich mal an. Ich zeig dich einfach mal an. So geil. Für den Content. Wäre schon lustig. Ja. Aber ich glaube, ja, ich meine, das Internet, die Videos haben Reichweite wie sonst was, 2 Millionen Klicks oder irgendwie sowas. Irgendwen wirst du da unterfinden, der denkt, das ist doch illegal. Das wird schon passiert sein, so nehme ich an. Folge Loser Loot mit Drogenpaketen für jeden was dabei. Das wäre schon Luxus, ey. Drogen Edition Loser Loot. Die Frage, ob der Besitz von Drogen überhaupt verboten sein sollte, kann man natürlich auch diskutieren. Bei Cannabis scheint sich das ja langsam so ein bisschen zu ändern. Zur Legalisierung habe ich auch mal ein Video gemacht. Das findet ihr hier. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Ja, tatsächlich habe ich jetzt heute gelesen, dass die Ampelregierung gegen die Gegenstimmen der SPD, dass die Cannabis-Legalisierung oder Teillegalisierung ist es ja irgendwie, jetzt doch irgendwie durchbringen will. Ach so, mein letzter Stand war, dass es irgendwie nicht funktioniert, weil noch zu wenig geklärt ist, auch wie das zum Beispiel ist mit dem Autofahren. Darf man dann Auto fahren? Ist es doch irgendwie schwierig, weil da muss es ja schon irgendwie ganz klare Regeln geben. Das muss auf jeden Fall geregelt sein vorher, ja. Ja. Aber es wird auf jeden Fall kommen, die Legalisierung. Also die Frage ist nur, wann. Ne? Was passiert, wenn ich bekifft Rainbow spiele? Losers. Einfach mal Stone Rainbow Six spielen. Ich glaube, da klappt überhaupt nichts, Alter. Also du hast gesehen, ja. Was passiert, wenn man drunk Rainbow Six spielt bei unserem 48-Stunden-Stream. Das haben wir gesehen und das war komplette Katastrophe. Das kann ich niemandem empfehlen, wirklich. Digga, da war ich aber auch so drunk, dass ich mich fast übergeben hätte. Da war ich schon ganz schön auf Kante, Alter. Okay, Muchachos, ja. Das war das Video von Tomatolix. Er hat auf jeden Fall keine Folgen zu befürchten von seinen Videos, von denen er Drogen ausprobiert. Dass er da irgendwie vom Gesetz weggebastelt wird. Alles okay bei ihm. Freut mich auf jeden Fall. Ich hätte ihm das überhaupt nicht gegönnt, wenn da irgendwer Missgünstiges kommt und ihn da weglachst. Deswegen ja. Schön, dass es ihm gut geht und er da nicht angelachst wird vom Start. Checkt die Beschreibung aus. Link zu den anderen Channels. Bis zum nächsten Mal reingehauen. Ciao, ciao. Bye, bye.